Liebe Freunde, hier ist euer Steinballen und wir haben hier unsere Gruppe vor dem Moment, wo wir dieses Grab geöffnet haben. Und wie besprochen, kehren wir später hier zurück. Wir werden uns jetzt auf dem Weg nach draußen machen. Und wenn ich mich recht entsinne, dann war doch hier direkt gleich ein Ausgang nach draußen. Sehr schön. Gut. Ja, also das Wichtigste sind jetzt die Attributwerte wiederherzustellen. So. Und was haben wir hier? Warte mal, wo habe ich das denn bitte übersehen? Einen verformten Paladin-Helm? Und einen leichten Streithammer? Das ist jetzt ein bisschen merkwürdig. Ja, habe ich den... Warte mal, also wo habe ich den denn übersehen, Leute? Es gibt ja hier nur drei Orte. Da in der Mitte, da meine ich mich zu erinnern, haben wir... Weiß ich nicht. Möglicherweise war das der Schatz, den ich übersehen hatte bei diesem Riesen... Tausendfüßler? Ja, jetzt ist die Frage. Ich meine, das Spiel zeigt einem das jetzt hier an. Wir haben den Schatz irgendwie halt nur nicht... Wir sind dran vorbeigelaufen. Ist das jetzt Cheaten, wenn man es mitnimmt? Ich nehme es mit, Leute. Ich meinte... Ja, komm. Wir nehmen es mit. Man könnte sich diesen Übersichtsbildschirm vielleicht auch so vorstellen, dass irgendjemand von den Gefährten kurz vor dem Ausgang noch sich gesagt hat, ey, sag mal, da war doch noch irgendwas. Ich habe da noch irgendwas blitzen gesehen. Und dann sind sie nochmal schnell zurückgelaufen. So nach dem Motto. Verstehe ich das jetzt. So, und wo sind wir jetzt rausgekommen? Hier. Okay. Da können wir das Gebiet direkt verlassen. Sehr gut. War hier schon immer ein Eingang? Nee, ne? Den haben wir, glaube ich, uns jetzt erst erschlossen auf diese Art und Weise. Wie gesagt, auch hier sind noch irgendwelche Geheimnisse auf der Karte. Aber auch diese werden wir noch erkunden, wenn wir hier nochmal zurückkehren. Auch diese lassen wir jetzt links liegen. Wir machen uns jetzt endlich wieder an der frischen Luft zurück. Haben wir hier noch was? Nö, das ist alles unwichtig. Schwerer Streithammer. Den können wir nochmal mitnehmen, weil ich glaube, dass hier... Na, mal sehen. Hatte er nicht schweren Streithammer? Ich weiß es nicht. So, im Zweifel verkaufen wir ihn gleich. Okay, und da sind wir zurück auf der Karte. Wir werden jetzt versuchen, den Zufallsbegegnungen möglichst auszuweichen. Wir merken uns hier Alt-Ahorn. Da wollen wir zurück. Alles andere hatten wir, glaube ich, soweit erkundet. Ja, dann wollen wir auf zum Handelsposten. Warum zeigt ihr mir keinen Weg dorthin? Weil wir noch keinen... Warte mal, aber theoretisch gäbe es doch einen direkten Weg von hier. Ach nee, von hier kann man da nicht rein. Das heißt, wir müssen uns tatsächlich hier noch wieder was erschließen. Na, toll. Na gut, hier haben wir es jetzt mal richtig erfolgreich hingeschafft. Hier ist ein neuer... Ja, aber von hier aus müsste das doch dann gut möglich sein. Sehr schön. Und jetzt sind es noch... Keine Ahnung, wie viele Stunden. Sagt er mir nicht an. Doch jetzt, 6 Stunden. 6 Stunden, bis wir wieder in Sicherheit sind. Wunderbar, problemlos erreicht. Wir betreten die Örtlichkeit. So, und da sind wir. Unsere Mitstreiter haben sich... verstreut. Mitten in der Nacht sind wir angekommen. So, und wir können als erstes mal Folgendes machen. Wir werden als erstes mal... Wir haben ja hier... Oh, nee, jetzt passiert noch irgendwas anderes. Was ist denn jetzt hier los? Oleg kommt. Hör zu. Also, nachdem ihr die Banditen so geschickt erledigt habt, vielleicht könnt ihr uns noch beim anderen Problem helfen. Ja, aber langsam drängt so ein bisschen die Zeit. Wir müssen den Hirschkönig finden. In den Wäldern hier lebt ein sehr aggressives Schwein. Kein gewöhnliches Wildschwein, ein gemeingefährlicher Eber. Groß wie ein Bär und böse wie ein Teufel. Die Einheimischen nennen ihn Schlitzzahn. Viele Jäger haben schon Gliedmaßen oder gar ihr Leben an ihn verloren. Feckel Benson hat sein Versteck gefunden und wollte das Biest töten. Er kam mit einem Bein weniger zurück. Er hat ein Kopfgeld auf den Eber ausgesetzt, aber offenbar ist niemand in der Gegend mutig genug, es sich zu verdienen. Vielleicht könnt ihr uns von diesem Ungeheuer befreien.
Oh, Amiri lebt sichtlich auf. Hey, wir sind doch alle mal besser als diese hiesigen Feiglinge, oder? Wetten, dass ich diesem Schlitzzahn mit einem einzigen Hieb die Schnauze abschlagen kann? Kommt, finden wir es heraus. Ich glaube ihr sogar, dass sie das mit einem einzigen Hieb schaffen kann. Also wenn es jemand von uns schaffen kann, dann sie. Naja, warum eigentlich nicht? Das werden wir nebenbei auch noch irgendwie erledigen können. Liegt vielleicht irgendwo auf dem Weg. Also schön, töten wir diesen Schlitzzahn. Amiri grinst breit und schlägt ihr auf die Schulter. Sehr gut, so gefällt mir das. Also los. Schlitzzahns Versteck wurde enthüllt auf der Karte. Auch gut. So, aber alles zu seiner Zeit. Jetzt erstmal zu Bocken, denn wir haben, ihr erinnert euch vielleicht noch daran, wir haben die Radieschen, das ist schon lange her, aber die können wir noch abgeben und damit die Sache erledigen. So, ihr seid es. Wollt ihr etwas kaufen? Nein. Thema Auftrag. Mondradieschen geben. Sind das zufällig die Radieschen, die ihr braucht? Bockens Miene hält sich auf und er reibt sich zufrieden die Hände. Ja, genau. Hey, und sogar noch mehr, als ich erwartet hatte. Tausend Dank. Hier, das habt ihr euch verdient. Sehr schön. 200 Goldmünzen, 150 Erfahrung erhalten. Wir können hier nochmal fragen. Nee, wir fragen hier. Warum braucht ihr Mondradieschen? Bocken errötet und hustet in seine Faust. Die sind für Oleg. Ihm ist im letzten Sommer etwas in den Rücken geschossen, als er versuchte, alleine eine schwere Truhe zu verschieben. Ihr ahnt gar nicht, welche Heilkräfte diese Radieschen haben. Es gibt kaum ein besseres Schmerzmittel. Effektiv auserlesen. Ich muss nur... Oleg würde seine Schwäche niemals zugeben, aber ich sehe, wie er leidet, wenn er sich bückt, um etwas aufzuheben. Der alte Mann seufzt eine Spur zu laut. Oh, wann wird der arme Bursche endlich erkennen, dass er keine 15 mehr ist? Oh Mensch, das ist ja wie die zweite Ehefrau für Oleg. Würdet ihr noch mehr Fangbären und Mondradieschen kaufen, wenn ich sie euch bringe? Ein Lächeln huscht über Bockens Gesicht und seine Augen glänzen. Tut mir leid, mein Freund, aber wenn ihr in der Höhle wart, ist dort gewiss keine Spinne mehr übrig. Ich kann die Bären also genauso gut selbst pflücken, anstatt jemanden dafür zu bezahlen, damit ich ein Mahl zubereiten oder einen Trank brauen kann. Und dieser Korb voll Mondradieschen ist mehr als genug für mich. Oleg. Ah, okay, das jetzt kapiere ich erst. Es geht gar nicht um Oleg. Er will nur nicht zugeben, dass er selbst sich nicht bücken kann. Naja, um Oleg für lange Zeit zu helfen. Alles klar. Gut, die Sache ist erledigt. Sehr schön. Die Aufgabe können wir von der Liste streichen. So, Leute, jetzt machen wir mal Folgendes. Jetzt werden wir, ich denke, erstmal schlafen. Dann werden wir mal mit einem unserer Gefährten nochmal... Oder nee, es ist gerade so schön und weil ich das hier gerade sehe, Harem sitzt so gemütlich am Feuer. Wir werden mal mit Harem ein bisschen sprechen. Und dann werden wir zur Ruhe uns legen und dann werden wir ja so ein bisschen An- und Verkauf machen. Also, Harem... Jetzt sind wir ja hier zusammen. Erzähl mal ein bisschen was über dich. Harem zupft sich am Bart und murmelt etwas, was entweder ein Gebet oder eine Verwünschung zu sein scheint. Als er dich bemerkt, zuckt er zusammen. Was? Ach, ihr seid es, Waylon Funkelstein. Habt ihr euch erschreckt? Bitte verzeiht. Oh nein, das ist nicht wichtig. Ich habe nur über die Sinnlosigkeit des Daseins und die Wertlosigkeit des Universums nachgedacht. Die Wege von Grotus sind großartig. Mein bescheidener sterblicher Verstand kann sie nicht voll begreifen, doch ich gebe mein Bestes. Harem lächelt entschuldigend. Grotus ist der Gott, dem er sich gewidmet hat, der Gott der Endzeit. Ein intelligenter und grausamer Mond, der auf den Friedhof herabblickt und auf den Tod der letzten lebenden Seele wartet. Wenn Pharasma das Urteil über die letzte Seele spricht, nachdem der letzte lebende Körper auf der materiellen Ebene gestorben ist, wird Grotus zum Friedhof herabsteigen, um auf der materiellen Ebene aufzuräumen und den Staub für eine andere Realität mitzunehmen. Niemand weiß, was Grotus genau tun wird, wenn die letzte Seele ihr Urteil empfängt, aber man geht gemeinhin davon aus, dass es nicht angenehm wird. Gut. Wo wir gerade bei dem Thema sind... Ich möchte über euren Gott sprechen, Grotus. Ihr wollt etwas über Grotus erfahren? Harem scheint gleichzeitig überrascht und erfreut zu sein. Ja, natürlich. Ich beantworte alle eure Fragen. Was ist der Kern von Grotus' Lehre? Grotus ist das Ende von allem, was existiert.
Harum lächelt. Er hat offenbar auf diese Frage gewartet. Seht euch um, Waylon Funkelstein. Was seht ihr? Seht erneut hin und erkennt, dass alles zerstört werden wird. Unsere Kleidung und unsere Rüstung werden zu Staub zerfallen. Die Mauern der Paläste werden zu Ruinen werden. Die Bäume werden umfallen. Und ihr und ich, wir werden noch sehr viel früher sterben. Grotos ist ein zeitloser Beobachter. Er wurde von Pharasma weggesperrt, der Göttin der Wiedergeburt. Von ihrem Friedhof aus beobachtet er die Welt, in dem sicheren Wissen, dass die Zeit der letzten Ernte kommen wird. Er ist der aufgeblähte Mond, der am Himmel hängt. Er ist der Vorbote der letzten Tage. Er ist der, der bleibt, wenn alle anderen fort sind. Deswegen sitzt er vermutlich auch gern hier in der Nacht und schaut gen Himmel. Der Friedhof, manchmal auch als Fegefeuer bezeichnet, ist eine neutrale Ebene, wo die Seelen verstorbener Sterblicher aus der materiellen Ebene von der Göttin Pharasma ihr letztes Urteil erhalten. Okay. Pharasma hat Grotos in ihren Friedhof eingesperrt? Sie ist also stärker als Grotos? Natürlich ist sie stärker. Noch. Harum nickt würdevoll und streicht sich über den Bart. Grotos ist schwächer als Pharasma und viele andere Götter. Ich wäre ein Narr, etwas anderes zu behaupten. Wäre Grotos stärker, wäre die Endzeit doch längst angebrochen, oder? Doch die Mächte der anderen Götter verblassen, sie lösen sich langsam auf. Jedes Jahrhundert ein winziges Bruchstück. Grotos sammelt diese Bruchstücke auf und wartet. Er hat keine Eile. Er weiß, dass seine Zeit kommen wird. Wie gewöhnlich können Kleriker mit ihren Göttern sprechen. Was sagt Grotos zu euch? Was ist sein Wille? Harum schüttelt resigniert den Kopf. Grotos spricht nicht mit seinen Klerikern. Eigentlich braucht Grotos gar keine Kleriker. Oh, das ist traurig jetzt. Der Zwerg hebt den Blick und sieht dich mit seinen traurigen Augen an. Er lässt nur zu, dass sein Flüstern vernommen wird, und zwar nur von jenen, die es um jeden Preis hören wollen. Seine Worte sind unklar, doch sie rufen dich. Seine Stimme liegt in dem sanften Rauschen der gefallenen Blätter, in dem wehklagenden Wind auf dem Gebirgspass, in dem Schrei des tosenden Schneesturms. Und sie fordert dich auf Wanderschaft zu gehen, weiter, immer weiter, über den Pass, über die Brücke und immer weiter. Über sieben Brücken musst du gehen. Nach vorn, wo der Saum einer grauen Robe aufblitzte und eine Kerze ein letztes Mal flackerte, ehe sie erlosch. Weiter, immer weiter, bis die Füße dich nicht länger tragen können. Harum verstummt, Gedanken versunken. Danke, dass ihr mir von Grotos erzählt habt. Fürs Erste weiß ich jetzt genug. Dann lasst mich euch fragen, was haltet ihr von Grotos? Och, ich finde, für Geschichten ist Waylon Funkelstein immer zu haben. Insofern antworten wir mal auch so. Mir gefallen eure Geschichten, sie tragen eine innere Weisheit in sich. Das glaubt er jetzt sogar wirklich. Es ist nicht geschwindelt. Harum grinst breit. Es freut mich, dass ihr so denkt. Wir werden diese Wahrheit in die gesamte Welt hinaustragen und jedem sagen, dass das Ende unausweichlich ist. Naja. So, und wie kommt ein Zwerg eigentlich dazu? Ich möchte gern mehr über Zwerge erfahren. Die meisten Zwerge sind selbstgerechte, sture Narren, die Thorak dienen. Ein weiterer Gott, Thor, auch bekannt als Vater der Schöpfung, ist ein stoischer und ernster Zwergengott, der Schmiede des Schutzes und der Strategie, der Ehre, planvolles Vorgehen und guten Stahl schätzt. Er hält sich als Gottheit eher zurück und gewährt seinen Klerikern zwar magische Kräfte, überlässt seine Anhänger aber ihrem eigenen Lebensweg, da nur das sie stark und entschlossen werden lässt. Gut. Sie verdienen meinen guten Willen nicht. Harum verzieht das Gesicht. Aber ihr könnt fragen, was ihr wollt. Ich werde versuchen zu antworten. Erzählt mir vom Fünfkönigsgebirge. Das Zwergenkönigreich, ja. Nun, es liegt südlich von hier. Es hat schon viele Prüfungen überdauert und wird noch viele weitere erdulden müssen. Harum streicht sich nachdenklich über den Bart. Es herrscht keine Einheit unter den Zwergen, Waylon Funkelstein. Die fünf Könige herrschen über unser Volk. Sie sitzen auf den Thronen der fünf größten Städte. Und mit jedem Tag, der verstreicht, fällt es ihnen schwerer, sich auf irgendetwas zu einigen. Das Einzige, was das Fünfkönigsgebirge eint, ist die Himmelszitadelle von Hochhelm, die große Zwergenfestung,
im Herzen des Gebirges. Okay. Gut. Haben die Zwerge schon immer an der Oberfläche gelebt? Oh nein, vor Äonen lebten alle Zwerge tief unter der Oberfläche und es ging ihnen recht gut, den historischen Aufzeichnungen zufolge. Sie errichteten Festungen, die adligen Zwerge würdig waren. Doch unser rastloser Gott Turak schickte uns eine Prophezeiung, die Reise zum Himmel. Er befahl allen Zwergen, ihre Festungen aufzugeben und nach oben zu drängen, um ihre Bärte der Sonne zu zeigen, wie man sagt. Die Reise zum Himmel ist die alte Zwergenwanderung von ihrer ursprünglichen Heimat in den Finsterlanden zur Oberfläche von Golarion. Ihr Gott Turak hatte ihnen prophezeit, sie müssten nach oben, sobald die Erde unter ihnen bebte. Die massiven Beben durch den Erdfall so und so waren für sie das Zeichen zum Aufbruch. Und im Jahre 4987 kamen sie dann endlich an der Oberfläche an. Oha, da haben sie mal eben 300 Jahre dafür gebraucht. Die Reise war lang und blutig. Viele Zwerge haben unterwegs ihr Leben gelassen. Andere sind in ihre uralten Festungen zurückgekehrt, wo sie irgendwann zu bösen Duergar wurden, Grauzwergen. Doch die überlebten, erreichten die Oberfläche und gründeten die Himmelszitadellen, die glorreichsten Städte in der Geschichte der Zwerge. Erzählt mir von den Himmelszitadellen. Oh, sie sind die Krone der Schöpfung, glorreiche Städte von den uralten Zwergen errichtet, die nach vielen Prüfungen endlich die Oberfläche erreicht hatten und den letzten Schritt ihrer Reise zum Himmel an der Oberfläche von Golarion unternahmen. Herums Augen funkeln voller Bewunderung. Sie sind standhaft, groß, atemberaubend, sie sind wunderschön. Die 10 Zitadellen wurden von Zwergen gebaut, und doch wir konnten nur einige wenige davon bewahren. Die Zitadellen zerfielen und die Orks, die Erzfeinde unseres Volkes, trampelten durch ihre heiligen Straßen und zerstörten die wunderschönen Paläste der alten Könige. Harems Augen werden feucht, Tränen trüben seinen Blick. Ein schwerer Verlust und eine große Schande für unser Volk, Wayland Funkelstein. Hochhelm ist das Juwel der verbliebenen Zitadellen. Sie liegt im Herzen des Gebirges und im Herzen jedes Zwergs. Ja, auch in meinem Herzen. Hochhelm gehört zu den ältesten und weitläufigsten Ansiedlungen der Zwerge und gilt als Himmelszitadelle. Es wurde während des Zeitalters der Finsternis in und unter der Kaiserspitze im Fünfkönigsgebirge errichtet und bildet seit Jahrtausenden das Zentrum der zwergischen Kultur in Avestan. Es gibt unter den Zwergen ein Sprichwort: Wenn ein Feind Hochhelm erreicht, wird jeder Zwerg aus allen Winkeln der Welt kommen, um die Zitadelle zu verteidigen. Harem wirft ihr einen traurigen Blick zu. Auch ich wäre dort. Aber nicht, um den Verteidigern der Zitadelle zu helfen. Ich wäre dort, um den Niedergang unseres Volkes mit eigenen Augen zu sehen und zu betrauern. Ich würde auf den kalten Stein fallen und mein letztes Gebet an Grötus richten. Ich mag Herrem. Erzählt mir von eurer Vergangenheit. Mein Leben ist in zwei Teile aufgeteilt. Der erste war ein blindes Wandern, voller Zweifel und bestimmt von dem Versuch, Turak zu dienen. Der zweite Teil begann, als ich Grötus in meine Seele ließ und eine klare Vision der Welt empfing. Was genau wollt ihr wissen? Woher kommt ihr? Meine Lebensgeschichte begann in Larrat, einer Stadt der zwergischen Kleriker und Akolyten. Sie dienen Turak und den anderen Zwergengöttern, Toraks Brüdern Angrat und Margrim, Toraks Gemahlin Folgrit, seiner Tochter Bolka, seinen Söhnen Grundinna, Kolz und Trutt und auch Toraks Schwester Drangewitt. Harem verzieht verächtlich die Lippen. Es würde mich nicht wundern, wenn sie auch einen Tempel zu Ehren von Toraks Schoßhund errichtet haben. Es tut mir leid, ich habe mich hinreißen lassen. Harem seufzt und zupft sich mehrfach am Bart. Larrat ist die zweitgrößte Zwergenstadt im Fünfkönigsgebirge. Sie ist um zahlreiche Tempelhöhlen herum aufgebaut, die den unterschiedlichen Zwergengöttern gewidmet sind. Viele Pilger aus allen Winkeln von Golarion kommen nach Larrat, um zu ihren Göttern zu beten. Einige bleiben, um dort zu leben. Diese Stadt ist durchzogen vom Glauben. Man kann keinen Stein werfen, ohne einen Kleriker zu treffen. Angesichts dieser Aura in der Stadt überrascht es nicht, dass ich als junger Knabe beschloss, alle meine Bemühungen darauf zu konzentrieren, Turak-Kleriker zu werden. Ihr habt einmal versucht, Turak zu dienen? Nicht nur versucht, es war eine brennende Leidenschaft. Ich habe mich tagsüber danach gesehnt und nachts davon geträumt. Harem schüttelt den Kopf, als wäre er erstaunt über seine eigene Dummheit.
Wisst ihr, Wayne und Funkelstein, von frühesten Kindheitstagen an habe ich die Anwesenheit des Gottes in meinem Rücken gespürt. Ich habe sein Flüstern gehört und seine Macht gespürt. Doch das Wesen dieser Macht war mir unklar. Ich dachte, Thorax selbst würde versuchen, zu mir zu sprechen und habe mich nach Kräften bemüht, seine Worte zu verstehen. Ach, was war ich für ein naiver Narr. Ich hatte ja keine Ahnung, dass Thorax, dieser unnachgiebige, eitle Gott, von allen Zwergen verehrt, des Verrats fähig ist. Er hat sich von mir abgewandt. Wayland Funkelstein, er hat mich in der Stunde im Stich gelassen, in der ich meine gesamte Hoffnung in ihn gesetzt hatte und dringend seiner Unterstützung bedurfte. Thorax ist der Gott der Handwerkskunst. Alle seine Anhänger, insbesondere die Kleriker, müssen daher ihre eigene Rüstung schmieden. Der Tag, an dem dieses Werk fertiggestellt wird, ist für einen Zwerg wie ein zweiter Geburtstag. Er wird in den Augen Thorax neu geboren. Harm seufzt tief und schweigt eine Weile. Ich habe meinen zweiten Geburtstag nie erlebt. Ich konnte keine Rüstung fertigen, nicht einmal ein Schwert oder einen einfachen Nagel. Mein Hammer hat meine Finger zertrümmert und ist mir auf die Füße gefallen. Geschmolzenes Eisen hat mir die Hände verbrannt. Die Kleriker lachten mich aus, während sie mich heilten. Sie sagten immer, ich sei von Thorax verflucht worden. Also gab ich es schließlich auf, diesem verräterischen Gott gefallen zu wollen. Ich dachte nicht, dass Zwerge jemals Grotus anbeten. Wie habt ihr überhaupt von ihm erfahren? Oh doch, dieser gesegnete Tag wurde zum Beginn eines neuen Lebens. Allein und von allen verlassen verbrachte ich viele dunkle Stunden in einer schmutzigen Taverne am Wegesrand. Ich weiß nicht mehr, in welcher Stadt, geschweige denn in welchem Land. Ich hatte kein Geld, ich hatte nichts weiter als ein Stück hartes Brot. Ich war erschöpft und verlor vor Hunger fast die Besinnung. Und in diesem Augenblick wurde das Flüstern meines Gottes deutlicher. Es war, als würde er mich rufen. Endlich hatte mein Leid ein Ende. Es war ein Wunder, Wayland Funkelstein, und ich hatte es mit meinen Qualen bezahlt. Ich konnte mich nicht beherrschen. Ich verließ die Taverne und wanderte geradewegs in den nächsten Wald. Und dort fand ich den zerstörten Tempel von Aroden, dem verlorenen Gott. Mehrere in Ruhm gehüllte Gestalten hielten dort einen stummen Gottesdienst ab, zu Ehren eines Gottes, von dem ich nichts wusste. Niemand schien sich an mir zu stören, als ich mich dazustellte. Zum ersten Mal in meinem Leben fühlte ich mich heimisch. Okay, Aroden, der unsterbliche Aslanti, der im Jahre 1 AK den Sternstein vom Grund der inneren See heraufholte, dadurch die Stadt Absalom gründete und Gottstatus erhielt. Laut Prophezeiung sollte er nach Golarion zurückkehren und ein neues Zeitalter der Herrlichkeit einleiten. Am Vorabend seiner Rückkehr jedoch verloren seine Kleriker den Kontakt zu seiner Macht und schreckliche Stürme verwüsteten die Welt. Aroden gilt heute als tot und sein Untergang führte zum aktuellen Zeitalter der verlorenen Omen. Meine neuen Brüder sagten mir, sie seien Kleriker von Grotus, dem Gott der Endzeit. Sie reisten durch Golarion und verbreiteten die Lehre von Grotus, obwohl ihnen von anderen nur Abscheu und Vorurteile entgegenschlugen und sie verfolgt wurden. Ich teilte diese Last gerne mit ihnen, denn nun wusste ich, wessen Stimme mir all die Jahre über zugeflüstert hatte. Okay. Gut, nochmal diesen einen Punkt nachgeschoben. Selbst wenn Thorax euch wirklich zurückgewiesen hat, ist das Grund genug, euer Heimatland zu verlassen? Ihr wisst nicht viel über Zwerge, Harim seufzt traurig. Wie kann ein Zwerg, der von Thorax verflucht wurde, weiter in einer Stadt leben, in der jede einzelne Seele Thorax verehrt? Ich war allein, entehrt, blamiert, beleidigt. Eine einzelne Träne glitzert im Licht, ehe sie Harims Wange hinabrinnt und sich in seinem Bart versteckt. Ich habe versucht, meinen Kummer zu ertränken, aber selbst der Wirt der billigsten Taverne am Straßenrand lachte mich aus, als er mir den Humpen vorsetzte. Ich konnte es nicht länger ertragen. Ich wollte, dass alles endet. Nur eines ließ mich weitermachen und hielt mich davon ab, meinem Leben ein Ende zu setzen. Ich konnte noch immer das göttliche Flüstern hinter meinem Rücken hören. Es war noch schwach. Es dauerte lange, ehe ich es deutlich vernehmen konnte. Aber seit ich es einmal gehört hatte, konnte ich es nicht vergessen. Offensichtlich stand ich bei keiner von Larats Gottheiten in der Gunst, also verließ ich das Fünfkönigsgebirge und machte mich auf die Suche. Okay, gut, verstanden. Danke für das Gespräch. Wir unterhalten uns weiter. Harim nickt würdevoll. Ich setze unsere Unterhaltung gerne später fort. Sehr interessant, liebe Leute, sehr, sehr interessant. Und eine wirklich spannende Charaktergeschichte. Hat der gute Harim. Okay, damit ist auch schon spät geworden.
nicht nur hier in dieser Nacht, sondern auch in dieser Folge. In der nächsten dann werde ich, glaube ich, ohne euch die ganzen Käufe und Verkäufe machen, weil das immer ein intimer Moment ist, wo man lange hin und her guckt, sich alles genau anschaut. Ich werde euch aber genau berichten, was ich gekauft habe neu dazu. Und dann machen wir ein Schlummerchen oder ich mache das vielleicht auch und dann geht's auf zu neuen Abenteuern. Bis dann, macht's gut, euer Steinball.